So, meine Lieben, ein ganz kurzer Livestream, mal auf die Schnelle. Ich habe ein paar Sachen angeschaut, gerade im Internet nebenbei. Wir haben ja unsere Patreon-Plattform und da sind neue Videos drauf gekommen und ja, nebenbei ein bisschen was laufen lassen kurz. Ich schaue meinem Handy nach. Erst einmal sage ich an alle vielen lieben Dank für eure Unterstützung, auch wenn sie sich sehr im Rahmen hält. Und deshalb machen wir auch das Video mit dazu. Ich habe mir ein Video angeschaut von Samuel Eckert, dass man erst einmal das Handy auf lautlos, nicht dass es losgeht. Und ja, schauen wir mal, ob ein paar Leute kommen. Den Videostream könnt ihr auch später in aller Ruhe anschauen. Wir sind später auch ein bisschen draußen. Also erst einmal Hallo an alle, die zuschauen. Thema ist ein bisschen, ja, geht um unsere Plattform. Es geht um das Aktion Zebra. Alt und jung miteinander vernetzen, damit die alten Leute nicht so einsam sind. Also in düsteren Zeiten, ihr kennt die Webseite bei uns ja, Homini, die Seite von Mensch zu Mensch. Und da habe ich ja die Idee ins Leben gerufen, dass man ältere Menschen jetzt mit Jungen über eine Aktion vernetzen miteinander. Ja, und das taucht heute mal so nebenbei in einem Video auf. Und Martin Lechaux, glaube ich, heißt der Typ. Und sagt zu Michael Ballweg, naja, was hältst du denn von dieser Idee? Tja, phänomenal halte ich diese Idee. Bei uns hat sie niemand gerührt. Bei uns hat nur der eine oder andere schon mal so im Hintergrund gehört, dass man die Idee für sehr gut findet und hat die Idee auch weitergetragen, aber kein Mensch rührt sich bei uns und kein Mensch wird mit uns zusammenarbeiten. Niemand. Wir haben diese Leute auch angeschrieben, ich habe Samuel Eckert angeschrieben oder anschreiben lassen, weil bei mir reagiert man sowieso sehr sensibel wegen meinem Dopingdelikte, was ich mal hatte. Also da die Menschen, die immer schreien von, ja, wir gemeinsam und wir machen das, weil sind wir alle gute Menschen. Gerade der Samuel Eckert, der sich auf seine Religion beruft, wo ich schon so einen Hals kriege, wenn ich ehrlich bin, immer das Thema Religion in den Vordergrund zu schieben, von Liebe zu sprechen. Und dann, wenn jemand eine Vergangenheit hat, so wie ich, der er sich nicht schämt, die er auch öffentlich kundtut, aber dann spaltet man und trennt man. Markus, mit solchen Leuten wie mit dir, puh, will ich gar nichts zu tun haben. Ah, okay. Also, das höhere Ziel, die Freiheit, die Gemeinsamkeit enden dann wie beim Samuel Eckert, indem dass man sich einen Luxusbus mietet oder kauft, keine Ahnung, aber schaut eher nach Mieten aus, dass man den nur umbauen muss, weil es nicht luxuriös und ausgestattet genug, um etwas für die Gemeinsamkeit zu tun. Das wird finanziert von der Masse. Da kommen genügend Spendengelder rein, da kann man genug bekommen, um es dann zu investieren. Das ist natürlich gut investiert, sehr gut investiert, weil man muss mit einem Luxusbus rumfahren für solche Sachen. Und das erinnert mich immer an die Kirche. Willst du zu Gott beten? Weil Gott ist so wichtig, Gott regelt ja schlussendlich alles. Dann brauchst du eine Kirche mit viel Gold, dann brauchst du eine Kirche mit lauter Götzen drin, dann brauchst du Leute, die bei der Kirche angestellt sind, um dem Glauben den Status zu geben, den er hat, nämlich du bist da unten, ganz kleiner Dreck, die Kirche ist brutal groß, der Pfarrer steht hoch erhoben und schaut nach Prunk und Pracht aus und im Endeffekt macht er mit den Menschen nur das, was die Politik auch macht, zertritze, tritze nicht bloß, sondern zertritze. So, und dafür musst du viel Geld ausgeben, damit du glauben darfst. Damit du glauben darfst, dass dir irgendjemand dann hilft, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du sozusagen am Arsch bist, dass dir dann Gott hilft. Also mich hat eins mein Leben gelehrt. Die Hilfe, die ich bekommen habe, ist schlussendlich meistens von mir selber gekommen. Und die einzigste Hilfe, auf die ich mich verlassen konnte, war ich schlussendlich meistens selber. So, das heißt, du willst, dass dir geholfen wird, dann hilft dir gefälligst selber. Nimm deinen eigenen Arsch in die eigene Hand und beweg dich. Ob bei Krankheit oder bei Armut oder wie auch immer, mach das und dann wird dir geholfen. Warte nicht auf ein gesetzliches Grundeinkommen, warte nicht auf eine Verchippung, warte nicht auf eine Impfung, sondern tu was, beweg dich. So, das hat mir meine Vergangenheit gezeigt und es beläuft sich nicht immer darauf, du brauchst das luxuriöste Fahrrad, wo du dich draufsetzen kannst für Grundlagenausdauertraining. Du brauchst nicht die luxuriöste Wohnung, um leben zu können. Du brauchst nicht das luxuriöste Auto, um deine Ware zum Kunden zu bringen. Oder deinen Arsch zu bewegen von A nach B, weil du musst ein paar Sachen erledigen. So, das ist eigentlich das, was mich mein Leben gelehrt hat. Und jetzt schaust du so raus und siehst du dann mal, was man macht. Ja, die eine Seite macht nichts Gutes. Bin ich dabei, sehe ich so. Bin ich völlig dabei. Die andere Seite nutzt aber nur die Situation aus. Und kommt auch jetzt erst, weil es den eigenen Arsch betrifft. Aber den eigenen Arsch zu retten, wäre natürlich blöd, ans eigene Geld zu greifen, sondern da macht man eine große Marketingaktion draus und nimmt das Geld der anderen, um damit auch den eigenen Arsch zu retten und vielleicht noch das eine oder andere Plus zu machen da dabei. Das ist dreckiges Business. Und wisst ihr, was das Kuriose bei der Sache ist? Ich rufe über meine Plattform, über Homini rufe ich auf und sage, Leute, passt auf, braucht mir nichts spenden, brauche ich kein Geld.
Und der ein oder andere, der jetzt zuhört, weiß das. Markus nimmt gar kein Geld an. Nein, weil will ich kein Geld haben. Du machst ein bisschen was bitte für uns. Du bastelst irgendwas, du malst irgendwas, du sammelst irgendwas. Äpfel wie auch immer, Nüsse wie auch immer. Ja, vielleicht reife Nüsse, nicht unreife Nüsse. Von Mensch zu Mensch, deshalb heißt es ja von Mensch zu Mensch. Brauchst du kein großes Geld ausgeben, weil machen wir was von Herz zu Herz. Puh, keine Sau kommt. Keine Sau kommt. Wir werden am Sonntag noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Ich mache das nur gerade, weil ich so ein Holzer bin, ehrlich bin. Ich mache das mit meinem Geld, mit meinem eigenen Geld. Ich mache das mit meiner eigenen Zeit. Ich mache das jeden Tag. Und keine Sau kommt und hilft einem. Keine Sau ist ein bisschen übertrieben. Wir sind zu dritt oder zu viert vielleicht. Die anderen machen Riesenaktionen mit Marketingaktionen, hauen das Geld zum Fenster raus. Wie die sagen, sonst wird sie nichts verändern, weil sie trotzdem viel zu klein sind und weil die Masse nichts bewegen wird, weil sie die Masse nichts bewegen kann, weil sie ihren eigenen Arsch nicht bewegen kann jeden Tag. Aber Gelder werden verschoben en masse. Da funktioniert's. Das ist das, was ich in vielen Fällen bis heute noch nicht verstanden habe, wo viele Leute zu mir gesagt haben, Markus, mach doch keine so teuren Supplemente. Also vom Inhalt her. Mach da einfach Scheißdreck. Hau ein super Etikett drauf, mach ein super Werbeslogan mit dazu. Das Ding verkauft sie wie der Brüller. Da sage ich, ja, aber es ist nicht gut. Es interessiert kein Markus. Geld muss verdient werden. Das ist Business. Naja, das ist Business. Aber von Mensch zu Mensch würde ich das halt einfach anders sehen. Oder ich sehe es von Mensch zu Mensch anders. So, und jetzt schauen wir ein bisschen in die Kommentare rein, wenn welche da wären. Schauen wir mal, ob es welche gibt. Nein, gibt keine Kommentare, schreibt auch keiner was. Okay. Vielleicht ist auch nicht viel zu sagen dazu. Man muss mir, glaube ich, auch nicht viel sagen zu dem Thema, weil im Endeffekt ist das eine ganz arme Gesellschaft. Und deshalb wird das Ganze scheitern, weil das Ganze auf Lug und Trug basiert. Ob jetzt QAnon hier, ob Michael Ballweg da, ob keine Ahnung, wer noch irgendwas. Schaut mal die ganzen Ärzte draußen an. Jetzt redet man von Covid-19. Da schreibt man und brüllt man jetzt halt. Ah, das geht ja gar nicht so und so. Die Regierung hat schon seit ewigen Zeiten, hallo Fimmel, grüß dich, haben ewigen Zeiten schon so vieles falsch gemacht, was in Richtung Mensch geht, aufgrund von Hippokrates. So vieles. Die Ärzte haben weggeschaut, die haben ihr Geld genommen, die haben sie ihren Porsche gekauft, die haben sie ihren Willen gekauft, die haben alles das gemacht und haben sie weggeduckt. So viel zu dem ehrlichen Arzt, so viel zu dem. Entschuldigung, gibt Ausnahmen, gibt immer Ausnahmen, gibt bei allen Ausnahmen. Aber jetzt die Masse hat sich kein bisschen gedreht, sondern nur der eigene Arsch geht auf Grundeis, beziehungsweise der eigene Arsch ist schon auf Grundeis. Deshalb passiert das jetzt. Und das ist etwas, da habe ich null Respekt. Null Respekt. Weil wenn sie die Fahne ein bisschen dreht und der eigene Arsch wieder safe ist, hast du genau gleiches Problem wie vorher. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch und ich bin, wenn ich ehrlich bin, da auch. Eigentlich schon so weit, dass ich sage, macht so was Lustiges. Ich habe mich bisher immer verteidigen können, ich habe mich bisher immer schützen können, ich habe bisher niemanden gebraucht. Und denke ich echt, ob es eine Zeit wird, umzudenken, zu sagen, sauft doch einfach mit eurem Schiff einfach alles selber ab. Weiß ich, ist nicht nett, ist aber jetzt etwas, was mir momentan durch den Kopf geht, weil klaust du lieber Ideen, statt dass du mit denjenigen, der die Idee auf den Markt bringt, zusammengehst und sagst, du, pass auf, wie können wir euch unterstützen, wie können wir uns zusammenschließen, können wir irgendwas machen gemeinsam? Irgendwie so, wie ich Sicherheit auch mache. Ich schreibe doch die Leute auch alle an. Sag, du, pass auf, können wir nicht gemeinsam irgendwas machen? Wenn du Glück hast, kannst du noch zurückgeschrieben werden. Wenn du vorher mit Leuten gesprochen hast, so wie Carsten Jahn oder wie auch immer, oder gibt es ja zig verschiedene, wo wir gesprochen haben, wo man gedacht hat, ja, also persönlich, sehr menschliches Gespräch, es ist ein nettes Gespräch. Wenn dann nichts zu holen ist, wenn dann nichts für den eigenen Bereich nach vorne zu schieben ist, kriegst du nicht einmal Rückantwort. Und ich krieg so viele Nachrichten am Tag und trotzdem schreibe ich zurück zu den Leuten. Egal wer das ist, egal wie groß das der ist. Ja, also Nachtwächter hat was geschrieben, wir haben keine Chance, nutzen wir die. Ja, so genau so ist es. Nutzen wir sie, um nochmal Geld abzuzocken und mitzunehmen. Ich sehe das so, Samuel Eckert, der sich auf Religion, auf Glauben etc., auf Liebe und sowas beruft. Und wenn ich schon ins Gesicht schaue, dann könnt ihr kotzen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Wenn du so religiös bist, Samuel Eckert, dann spreche ich es direkt in die Kamera. Könnt ihr ihm gerne den Video weiterschicken. Wieso kann man nicht einmal zurückschreiben? Haben dich Leute angeschrieben? Ja, okay, keine Ahnung, ist mir Jacke. Wieso muss man mit einem Luxusbus durch die Gegend fahren, um die Welt zu retten?
Das erinnert mich so an Pinky und the Brain. Was macht er denn morgen? Die Weltherrschaft. Das ist für mich Selbstdarstellung. Das ist das, was die Kirche auch macht. Das ist nur Selbstdarstellung, sonst gar nichts in meinen Augen. So, Fuma, du hast geschrieben, das geht nicht so einfach. Die Regierung, genau wie Religionen, basieren auf einer Manipulation über Jahrhunderte, Jahrtausende. Was zu ändern oder zu kippen, ist auch sehr schwer. Das geht halt nur mit vielen Menschen. Ja, da bin ich nicht bei dir, Fuma. Bin ich gar nicht bei dir. Ich habe das schon so oft erwähnt und ich komme immer wieder aufs gleiche Thema zurück. Und ich sage das deshalb, weil es aus dem Gesundheitsbereich kommt. Der Keim bildet das Milieu und das Milieu reguliert die Keime. Einzahl, Mehrzahl, Gesamtheit. So funktioniert das System. So funktioniert nämlich der Mensch als Organismus und der Mensch als Organismus ist ein Zusammenschluss von vielen Organismen. Der Mensch ist nämlich nichts. Es ist ein Verbund, es ist ein System, ist ein Zusammenschluss. So, deshalb müsste man, wenn man das im Kleinsten erst einmal verstanden hat, auch so verstehen. Und deshalb kommuniziere ich das über meine Plattform auch so ganz, ganz simpel nach außen. Willst du etwas verändern? Veränder dich selber. Deshalb arbeite ich jeden Tag an mir selber, um durch die eigene Veränderung auch mein Milieu mit zu verändern. So, jeder von uns hat die Qualifikation, das zu tun. Wir brauchen keinen Führer hier, Führer da, Führer dort. Die sind nur deshalb da, weil die einzelnen Menschen ihre Aufgaben nicht übernehmen. Weil die einzelnen Menschen faul sind, bequem sind und durch Faulheit und Bequemheit dumm sind. Das ist das Grundproblem. Das ist unser Problem. So, und jetzt ist es egal, wer vorausrennt. Ja, der eine meint es ja gut und der andere meint es ja noch viel besser und der meint es brutal schlecht. Jeder kann seinen Teil beiliefern. Und zwar zum Beispiel sich verweigern. Das kann er selber entscheiden, kann er tun. So, und wenn das jeder macht, jeder Einzelne macht es, weil er es verstanden hat und macht es, dann ist er automatisch alle. Aber nein, da wird links geschaut, da wird rechts geschaut. Oh, kann ich das machen? Weil der macht das nicht. Oh, jetzt wenn ich, der Böhmer, der hat Doping gemacht. Na, der Böhmer hat zwar gute Idee, mit Alt und Jung vernetzen, aber wenn das der Martin Lechon zum Ballweg sagt, zum Michael Ballweg, und der Ballweg sagt, boah, das ist phänomenal, die Idee, Jung und Alt zu vernetzen. Nein, nicht Aktion Zebra, nicht Markus, nicht unterstützen, nicht sprechen mit ihm, der ist Doping. Das ist gemeinsam, oder? So. Kranke Denke, krankes System, krankes Handeln, krankes System wird bleiben. So ist egal, ob das dann der, jener, dieser oder andere ist. Die Leute schreien nach Freiheit. Wir wollen frei sein. Ah, okay, ich habe Coaching genügend. Und dann sage ich, du, okay, du wirst frei sein. Warum schluckst du das Supplement, jenes Supplement, dieses Supplement und noch fünf Supplemente obendrauf? Und für was nimmst du das Zeug? Ja, das hat der sowieso gesagt, das brauche ich. Ah, okay. Der sowieso hat gesagt, du brauchst das. Wieso brauchst denn du das? Wie meinst du das jetzt? Er sagt, was machst denn du? Ja, wie, was mache ich? Naja, Bedarf aus dem Bedürfnis. Hat der Anamnese gemacht mit dir 2 Stunden lang, 3 Stunden lang, 5 Stunden lang, keine Ahnung. Hat er Anamnese gemacht mit dir? Na, wieso? Der hat nur gesagt, ich brauche das. Ah, okay. Hat keine Ahnung von dir und sagt, was du brauchst. Weil du selber nicht mehr weißt, was du brauchst, obwohl du 24 Stunden mit dir selber zu tun hast, weiß jemand anderes, der dich noch nie gesehen hat, der mit dir noch nie gesprochen hat, was du brauchst. So, wer ist jetzt der Idiot? Das ist das Problem draußen, Leute. Das ist das Problem. Und jetzt rennen wir halt nicht nach Merkel hinterher, jetzt rennen wir Michael Ballweg hinterher, weil der meint so gut. Und der Samuel Ecker muss mit dem Luxusbus durch die Gegend fahren, weil mit dem Luxusbus, der noch umgebaut werden muss, der mit euren Geldern bezahlt wird. Naja, da rettet man jetzt die Welt. Fällt eigentlich irgendjemand noch irgendwas auf? Und wenn ich dann sage, Leute, passt auf, wir haben alte Leute im Altersheim sitzen, ich nehme von meinem Geld was raus, was ich selber verdienen muss, das ist nicht viel, ich bin nicht so reich, ich kann nicht jetzt wochenlang durch die Weltgeschichte mit dem Luxusbus fahren und kann davon dann leben, weil muss ich mein Leben jeden Tag selber verdienen, also muss ich zu der Arbeit, die ich eh schon mache, damit ich Geld habe zum Leben, muss ich nur oben drauf arbeiten, das mache ich mit meiner Freizeit, so wie jetzt zum Beispiel, oder außenrum mit anderer Freizeit noch, ja, bin ich der Idiot. Und da folgt da auch keiner, weil bist du viel zu klein, dann machst du kein Marketing.
Aber dass das Geld für das Framen von dem Geld kommt, was man euch aus Spenden aus der Hosentasche zieht, das scheint da oben irgendwo nicht anzukommen. Also, bei mir, also wenn ich ehrlich bin, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Also überhaupt nicht mehr. Also Fumar hat was geschrieben, ich meine, unsere Demokratie basiert auf der Lüge, dass wir eigentlich nichts entscheiden können und das sehen halt die Leute nicht. Das ist, ja genau, so kann man es wirklich zusammenfassen, das ist einfach das. Markus, hallo, grüß dich. Der Nachtwächter hat geschrieben, der Bus kostet gut 1000 Euro am Tag. Naja, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal kurz schnell was ausschalten, die kommen gleich, weil kochen wir nebenbei. Sonst verbrennt uns Essen, weil ich quatsche. Also, jetzt halt wieder. Können wir noch ein bisschen quatschen? Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Wir machen die Aktion Zebra. Ich habe es unten drunter. Na, habe ich nicht. Am Sonntag in der Früh, wenn der Branch mit mir kommt, mal von dem abgesehen, dass um 8 Uhr in der Früh keine Sau auf ist am Sonntag. Nur ich 5:30 Uhr aufstehe, für meine Gesundheit was mache, um die Leistung bringen zu können, die wir dann gemeinsam für die Projekte nutzen. Da bist du alleine. Mal bis auf ein paar wenige abgesehen. Aber das kostet kein Geld. Das kostet Eigenverantwortung. So, und Freiheit entspricht einer Eigenverantwortung. Kleine kurze Frage. 1000 Euro, wenn das stimmt, was der Nachtwächter geschrieben hat, für den Bus am Tag. Kann ich was machen damit? Ich rette die Welt, weil es mir so gefällt. Ich fahre durch die Gegend und nehme das Geld von allen Leuten. Ha, cool. Alles besser geworden. Super. Noch eine Demo, noch ein Ding. Keine Ahnung. Haben wir gezeigt, haben wir brutal Gas gegeben. Wenn man das zum Beispiel nehmen würde und man würde die Net Leute vernetzen miteinander. Das, was wir über die Plattform probieren. Wir reden untereinander, wir reden miteinander, wir machen im Hintergrund so. Wir machen im Hintergrund so. Der Staat sieht gar nicht, was wir machen. 1:1. Du, Junge, was denkst denn du? Sehe genauso wie du. Was machen wir morgen? Hast du recht, machen wir genau. Genauso setzen wir es um. Sondern setzen wir es um. Morgen kommt keine Steuer mehr. Wieso kommt denn von Millionen von Leuten kein Geld mehr rein? Und dann kommt ein kleines Statement. Wir haben uns überlegt, gestern Abend, wir haben keinen Bock mehr. Wie? Die Leute draußen haben sich überlegt, sie haben keinen Bock mehr. Ja, sie haben keinen Bock mehr. Und dann haben 10 Millionen Menschen kein Geld mehr bezahlt. Einfach so. Weil haben sich im Hintergrund vernetzt. Wäre so simpel. Was müsste man haben? Menschen mit Arsch in der Hose. Nicht? Firmenbosse oder Firmengründer, die mit gutem Marketing rausrennen und der Gott und der Welt zeigen, was sie vorhaben, sozusagen. Also ungefähr so, du hast einen guten Boxer, alle technischen Schläge drauf, kann alles, hat super Kontakte, ist super positioniert, aber jedes Mal, wenn er schlägt, atmet vorher. Und der Gegner weiß genau, wenn der jetzt atmet, kommt der Schlag. Und dann ist er noch besser, der gute Boxer, und schaut genau dahin, wo er hinschlägt. Der ein oder andere Kampfsportler unter euch weiß jetzt ganz genau, was ich meine. Ja, ist schön. Ist effektiv, so wie im Hollywood-Film. Du weißt genau jetzt, zack, zack, Schlag. Oh, das ist aber kein echter Kampf, weil der andere sofort weiß, was los ist. Genau ist doch gleich. Sie fahrt durch die Gegend, schreit durch die Gegend, sagt schon mal im Vorfeld, was ich vorhabe zu tun und jede Sau weiß, was zu tun ist und kann Gegenmaßnahmen ergreifen. Das ist was für Kriegsführung? Entweder völlig behämmert und dämlich oder mit Absicht und Strategie. So, was machen die Leute? Sie rufen auf Unterstützung. Brauchen hier Unterstützung, brauchen da Unterstützung, brauchen dort Unterstützung. Was hat sich bis jetzt geändert? Was hat sich denn im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich verändert? Einfach mal ein bisschen denken. Warum hat der Vietnam gegen Amerika sozusagen gewonnen? Wieso?
Weil er rausgerannt hat und einen offenen Krieg geführt hat, oder weil er Guerillakrieg geführt hat aus den Löchern raus? Warum hat man Afghanistan nie besiegen können? Ist bis heute nicht besiegt. Warum hat man die Taliban nicht besiegen können? Ja, sind CIA gesponsert etc. Ja, das kann man so auch sehen. Das ist ja hier bei der gleichen Sache auch so. Wieso? Schläferzellen. Strategie. So, und jetzt läuft man was nach? Marketing. Ich kenne das Drecksgeschäft von der Drecksbusiness-Thematik her aus dem Supplement-Bereich. Genau gleicher Scheißdreck. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der Menschen vorgeht. Wahrscheinlich genau das, was ich im Coaching erlebe. Keine Ahnung von nichts. Probleme haben, wie Sau, und dann denken, dass die Probleme andere Leute lösen können, dass man selber nichts tun muss. Schon schwierig. Schon richtig schwierig. Ja. Uwe, grüß dich. Okay. Schließ dich eventuell mal mit Silbernetz kurz. Kannst du gerne bitte, Uwe, den Kontakt herstellen? Du hast ja meine Kontaktdaten. Schick sie einfach bitte weiter. Ich bin jetzt gerade schon fast auf dem Sprung. Sehr, sehr gerne. Also ich rede wirklich mit einem jeden. Mir ist es egal, ob der rechts, ob der links, ob der oben, ob der unten sitzt, ob der schwarz, ob der grün, ob der weiß ist, ob der, ist mir ganz egal. Ich rede mit einem jeden. Jeder kann mich anrufen und der eine oder andere weiß das, kann mich anrufen und kann mit mir quatschen. Jeder. Jeder. Aber eines kann ich gleich dazu sagen. Ich habe keinen Bock drauf, das zum Business zu machen. Ja, da hast du recht, Female. Aber Profifußball schauen Sie dann. Ja. Profifußball wird nicht gedopt. Dann nennt man das anders. Dann nennt man das situativ passende Medikation. Könnte ich Geschichten erzählen, da könntest du dich wegschmeißen vor lauter Lachen. Ja, vielleicht muss ich das tatsächlich mal machen, aber naja. Servus, Uwe, grüß dich. William von Baskerville, hallo, grüß dich. Nein, Mike ist nicht mehr dabei. Der ist nicht mehr dabei. Das hat einen Grund gehabt. Also, wenn mir Administrator einfach in der Nacht alles hinschmeißt und mir dann irgendwelche Vorwürfe macht, dann, ja, Freunde, die sich als Freunde bezeichnen und die ich auch so bezeichne, also Menschen, die ich als Freunde bezeichne, schmeißen nicht einfach alles hin und lassen mich im Stich und machen dann auf groß. Das geht bei mir gar nicht. Und da gibt es einen Punkt, da ist eine Linie überschritten. Das habe ich aber schon mal in einem Video kundgetan. Das kannst du offiziell anschauen und zu der Meinung stehen nach wie vor. Und wer mir einmal in den Rücken fällt, der gibt es keine zweite Chance mehr. Wobei wir da schon öfters geredet haben über das Thema und da hat es mehrere Chancen sogar gegeben. Aber wie gesagt, da ist der Ofen aus. Ja. So, wir ziehen das Ding einfach durch, was wir machen. Verfassungsgebende Versammlung. Ich versuche mich ein bisschen politisch rauszuhalten. Und ich sage das aus einem Grund, wieso. Ich will nicht nur, sondern ich arbeite immer von Mensch zu Mensch. Deshalb heißt unsere Plattform auch so. Und wer was für politische Ansicht hat, ist mir relativ egal, aus einem Grund. Weil ich vom Politischen nicht viel verstehe. Und ich verstehe auch nicht vieles von diesen Strukturen, die im Hintergrund laufen. Und die laufen immer in den Hintergründen. Also seit ewigen Zeiten, seit es Politik gibt, läuft es so. Ich will mich da auch nicht reinversetzen, weil habe ich nicht die Zeit dazu, habe ich die Kompetenz nicht dazu und kann ich auch selber da nichts bewegen. Deshalb überlasse ich das Leuten, die denken, sie müssen da was tun. Ich arbeite von Mensch zu Mensch und ich glaube, das ist meine persönliche Theorie, die habe ich vorher schon gesagt. Der Keim bildet das Milieu. Das Milieu reguliert die Keime. So, das heißt, du hast immer verschiedenste Keime im Darm, zum Beispiel die Darmbakterien, die leben in Symbiose miteinander, hier ein bisschen was, da ein bisschen was, aber in Summe halten sie sich alle in einem bestimmten Milieu. Und genau das ist der springende Punkt. Ich brauche nicht den einzigen Keim rausgreifen und dann sagen, boah, der ist böse, den töte ich jetzt. Und damit verschiebe ich das ganze Milieu. Und im Endeffekt habe ich vielleicht dann ein Riesenproblem. So, diese Geschichte ist etwas, das habe ich aus der Natur, hoffe ich, so gelernt und ich denke, dass das so stimmt, weil es ein Naturgesetz ist und dementsprechend versuche ich das in mein Leben zu integrieren. Ist nicht immer einfach und muss ich ab und zu auch über meinen eigenen Schatten springen, weil ich manche Leute einfach für brutale Spinner halte, aber dann halte ich sie lieber für mich für Spinner, aber habe trotzdem Kontakt damit, weil die eine oder andere Sache hat sie dann gezeigt,
20 Jahre später denkst du, uiuiui, vor 20 Jahren haben wir gedacht, ist das ein Depp. Und heute, war nicht ganz richtig, war aber auch nicht ganz falsch. Halt den Geist offen. Und das versuche ich heute ganz genauso zu machen. Also, deshalb, wie gesagt, ich kann zu einer Verfassung nichts sagen. Ich weiß nicht, ob die Verfassung richtig ist. Ich habe das Gefühl immer, wenn Menschen zu große Macht bekommen, dann ist egal, aus was von der Richtung, dass der Mensch kommt, es geht einfach schief. Also dementsprechend würde ich eher auf Eigenverantwortung der Menschen setzen, aber da kann ich heute einiges sagen. Nach 30 Jahren Berufserfahrung, die meisten Leute sind ja gerade dazu fähig, mit einer Hand ihr Gesäß abzuwischen. Und selbst da ist das Problem, dass manche das nicht einmal richtig machen. Das meine ich jetzt tatsächlich wortwörtlich ernst. Ja. Also entsprechend ist es schon sehr schwierig, da zu hoffen, dass eine Eigenverantwortung in einem Maß gegeben sein kann, dass man die Welt in einem Gleichgewicht halten kann. So, der Markus Hafner hat was geschrieben. Eine mögliche Sache, Markus. Die Menschheit ist zu verblödet. Man sieht's schon nur an der Maskenpflicht. Menschen wollen geführt werden. Ja und nein. Ich denke, da hast du recht. Geführt werden wollen ist die eine Sache, weil wollen jemand nachlaufen. Vorbilder, Idole, die etwas vorgeben, was einem Marketingbild entspricht, dass du sorgenfrei, reich leben kannst und der Superstar der Welt bist. Ja, heute denkt ja jeder, deshalb gibt es ja diese Sendung, Deutschland sucht den Superstar, den gibt es dann ganz im Globus rum und jeder denkt, wenn er ein bisschen irgendwas trillert, dann ist er Superstar und muss mega erfolgreich und reich werden. Das ist ja die ganze Thematik mit Instagram und ich weiß nicht, was noch alles. Ja, man kann also ihr eigenes Leben nicht regeln. Ich will jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt so viele Sportler draußen, die große Titel haben, die die Titel nicht haben, weil sie das tun, was sie sagen, und die gesundheitlich brutale Probleme haben. Und wo ich einige bei mir im Coaching hatte und wo ich einige im Moment auch im Coaching habe. Ein ganz bekannter Sportler. Keine Angst. Wie ihr wisst, gibt es bei mir keine Namen. Aber das eine oder andere ist einfach nur Marketing. Und der Esel ist nicht der, der es verkauft. Der Esel ist der, der so wenig Ahnung hat, dass er einfach nur hinterherrennt. Und der andere Esel, das bin ich, der zu wenig Geld dafür nimmt für seine Leistung. Aber das nennt man von Mensch zu Mensch. Sich selber im Spiegel anschauen zu können, kostet Geld, meine Lieben. So, Mahlzeit und Grüße aus Kiel. Hallo Michaela, grüß dich. Schönen guten Morgen. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Wir gehen ein bisschen raus jetzt. Ah, so. William hat gerade was geschrieben. William von Baskerville. Der Treffpunkt ist im Netz eine große Schaltung. Miriam von Hallo Meinung dürfte auch mit dabei sein. So, wer so meine Videos ein bisschen angeschaut hat, der weiß, was ich mal zu dem Thema Miriam gesagt habe. Gleiche Geschichte. Ganz genau gleiche Geschichte. Kannst du dein eigenes Leben nicht regeln, dann veränderst du halt einfach gleich die ganze Welt, weil das kannst du dann. Weiß ich nicht, wieso das immer funktioniert, was im Kleinen nicht geht, geht dann auf einmal unbegrenzt im Großen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Größenwahn einfach mehr Geld bringt und dass der Größenwahn einfach eine höhere Drogenausschüttung nach oben bringt und ein höheres Motivationspotenzial hat. Aber naja. Ja, der Hefepilz im Darm. Ja, der Candida. Ja. Also nicht, was, ob das der Hefepilz ist. Vielleicht hat der eine oder andere auch einen Wurm im Kopf und der frisst die Gehirnzellen auf. Ich sage das in meinem Bodybuilding so spöttisch. Eine eingeschränkte Bewegungsamplitude macht garantiert bei der mehrfachen Wiederholung, also einem Lernprinzip von einer Einschränkung, garantiert keine Verbesserung. Und dann kriege ich ganz böse Blicke von den Bodybuildern. Ja. Wenn du eine Einschränkung in die Wiederholung reinsetzt, also eine physiologische Reduzierung deiner Fähigkeit in einen lernenden Bereich reingibst, dann ist halt die Frage, was dabei rauskommt. Ich würde jetzt mal sagen, bei logischer Betrachtung der ganzen Thematik mit Sicherheit keine Verbesserung. Außer eine Verdummung von, oder eine Reduktion deiner Fähigkeit wird man als positiv bewerten. So, meine Lieben, jetzt sage ich erst einmal Ciao, weil wir essen und jetzt gehen wir dann spazieren und der eine oder andere würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen beim Sonntagsfrühstück dann sehen. Also morgen um 8 Uhr reden wir noch mehr ausführlich um das Thema. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns sehen.
8 Uhr bis 9 Uhr machen wir das und ja, schaltet ein, lasst uns quatschen. Vielleicht kann ich auch den einen oder anderen dazu motivieren, dass er bei uns etwas mitmacht. Da geht es nicht um Geld. Mir muss man nichts spenden. Ich will keine Kohle sehen, sondern ich will einfach von Mensch zu Mensch das machen, was man auf unserer Plattform lesen kann. Also schaut schon mal rein. Ich habe das Video schon mal für morgen angekündigt. Da ist auch unsere Webseite drauf. Schaut einfach mal bitte auf die Webseite. Da kann man dann schon mal sehen, wer wann was für Idee hatte, alt und jung zu vernetzen und wie die eigentlich abläuft jetzt im Oktober, November, weil im Oktober müssen wir starten, damit wir die Vorbereitung schaffen, damit wir es dann im Dezember realisieren können. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere in die eigenverantwortende Eigenhandlung kommt und nicht bloß draußen Busse finanziert, die für wie auch immer 1000 Euro mehr pro Tag durch die Gegend fahren. Also meine Lieben, schönes Wochenende und wir sehen uns morgen. Ganz liebe Grüße.